Bringen wir Asmut, unser Streitgespräch auf TV Berlin. Heute mit Stefan Alberti von der Taz. Der Kollege Gerion Asmut ist in Urlaub und wir beide bestreiten das Gespräch heute. Ja, Stefan Alberti ist Politredakteur bei der Taz und macht das ganz toll. Und Peter Brinkmann ist wie immer von TV Berlin. Ja, und unser Gast ist Rachel Zaleh, Fraktionschef der SPD. Sie hatten gerade Klausurtagung in Braunschweig, weit weg. haben wir drüber gesprochen, über einen Punkt, Polizei. Herr Alberti hat eine Frage auf der Zunge, die er unbedingt loswerden will. Sie haben ein innenpolitisches Konzept bis 2016 verabschiedet. Das ist in Blättern so dick, das mögen das sein, 20 Seiten, gut und auch eng beschrieben. Nun ist im Senat die Innenpolitik oder das Innenressort ein CDU-Ressort. Frank Henkel ist der zuständige Senator, gleichzeitig noch CDU-Landeschef. Sie haben eine Menge Dinge auch konkreter Natur beschlossen, ziemlich öffentlichkeitsrechtlich. Also so kleine Provokationen für einen Koalitionspartner, meine ich, ist das schon. Sehe ich anders. Warum? Wir als SPD haben natürlich den Anspruch, gerade und auch selbstbewusst Innenpolitik in der Stadt zu gestalten. Das haben wir ja nicht anders getan in den letzten 10 Jahren mit dem Innensenator Erhard Körting. Und natürlich werden wir weiterhin das Thema innere Sicherheit auch aus sozialdemokratischer Sicht beleuchten. Mhm. Und ich sage ganz deutlich, ich erwarte auch vom Koalitionspartner, dass er sich mit Bildung beschäftigt oder auch mit Stadtentwicklung beschäftigt, die auch unsere Ressorts in Anführungszeichen sind. Aber am Ende sind es natürlich alles Stadtthemen. Und haben Sie etwa Lust, dass ein Thema wie innere Sicherheit am Ende nicht mehr von allen Parteien diskutiert wird? Das wäre falsch. Innere Sicherheit ist so ein wichtiger Punkt für Zusammenleben. Es klang ja so bei ihm raus und bei mir auch, hatte ich den Eindruck, wir versuchen mal, 2016 ist Wahlkampf. Ja, wir fangen schon mal an, so kleine Sticheleien zu machen. Ich finde, es hat nichts mit Wahlkampf zu tun. Wir hören es ja, es gibt ja in Berlin tatsächlich eine Situation, dass Menschen oftmals das Gefühl haben, leben wir denn in einer sicheren Stadt? Und ich finde, bei der inneren Sicherheit gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt auch Schwerpunkte, ob es am Ende Vorschläge sind von der CDU oder von den Grünen oder von den Sozialdemokraten. Und wir machen nichts anderes, als unseren Anspruch zu formulieren, welche Themen sind uns im Bereich der inneren Sicherheit wichtig und wie stellen wir uns eine moderne, wachsende und vor allem sichere Stadt vor. Und ich finde, wir haben doch was Ordentliches präsentiert. Überzeugt Sie das, Herr Kollege? Kann man so sehen, wenn man es sehen will. Aber die müssen wir mal hören, was die CDU dazu sagt. Aber mitten in der Klausur ist auch Klaus Wowereit aufgestanden und hat eine Grundabsprache mit der CDU in Richtung Stadtwerke hinterfragt. Nicht? Die hatten ihre Zustimmung nur gegeben auf der Basis, darf nur selbstproduzierten Ökostrom verkaufen. Und sagt der Klaus Wowereit, die Absprache, die müssen wir nochmal in Frage stellen, das müssen wir nochmal diskutieren. Auf der Grundlage kann das, ich vereinfache jetzt, kann das gar nicht gehen. Ne? Das zumindest wird Ihre Freunde da auf der CDU-Seite nicht wirklich fröhlich machen. Der regierende Bürgermeister müsste das ja nochmal im Senat andiskutieren und müsste ja die Absprache mit der CDU nochmal hinterfragen. In der Politik ist ja nicht verkehrt, grundsätzlich auch Entscheidungen zu hinterfragen. Auch die Politiker müssen in der Lage sein, auch mal zu prüfen, ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, vielleicht im Nachhinein anders, besser, als wir sie getroffen haben. Nur bislang sehe ich da noch Wie ist denn die Absprache? Zeichen davon, aus Ihrer dass Kenntnis? Man sie diskutieren will. Es gab doch einen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag haben wir uns verständigt, wie wir mit dem Thema Stadtwerk umgehen. Und bislang sehe ich da auch jetzt keine Tendenz, da was zu ändern. Wir haben eine gute Grundlage geschaffen und wenn wir jetzt Änderungen vornehmen wollen, dann mit dem Koalitionspartner zusammen. Mhm. Das ist natürlich der normale Weg. Wir müssen vielleicht nochmal einfügen, dass Klaus Wowereit ja sein Abgeordnetenmandat bei der vergangenen Wahl verloren hat. Direktmandat nicht bekommen, Liste ging auch nicht. Nehmen Sie ihn eigentlich anders wahr, dadurch, dass er nicht, nimmt natürlich an den Fraktionssitzungen teil, aber dass er nicht mehr Parlamentarier ist? Der regierende Bürgermeister hat seine starke Rolle in der Partei, im Senat und natürlich auch in der Fraktion. Kommen wir nochmal auf die Klausursitzung zurück. Wie stark war das Thema Oranienplatz? Wir haben über Oranienplatz nicht geredet, denn zurzeit gibt es ja eine
Absprache. Nicht offiziell darf ich dazu. Ich hätte auch sagen können, wie weit war das Thema hinter den Kulissen präsent? Ja, aber wir haben jetzt darüber nicht in der Tagesordnung geredet. Haben wir nicht getan. Denn es gibt eine Absprache, die wurde getroffen im Koalitionsausschuss. Da hat sich die CDU mit der SPD verständigt. Die Senatorin Dilek Kolat soll eine friedliche Lösung erarbeiten mit den Flüchtlingen. Und dem muss man jetzt Zeit und Raum geben. Und deswegen wäre jetzt jede Diskussion zu diesem Thema kontraproduktiv. Es gibt eine Verständigung und ich hoffe sehr, dass das greift. Und ich hoffe sehr, dass das am Ende auch zu einem Erfolg führt und damit es zu keiner weiteren Eskalation am Oranienplatz kommt. Und in welchem Zeitraum wird sich das bewegen? Ich finde, wenn man Gespräche führt, dann muss man sich die Zeit nehmen, die es braucht. Das kann ja nicht ewig dauern. Ich finde, man muss sich die Zeit nehmen, die es braucht. Ich möchte keine Verhältnisse haben wie jüngst in Hamburg, die Bilder, die durch die Welt gingen. Wenn man sich bereit erklärt, ein Gespräch zu führen, dann muss man auch den Willen haben, dass die Gespräche am Ende erfolgreich abgeschlossen werden. Und deswegen wäre jedes Druckmachen an der Stelle ein Fehler. Was der Innensenator immer zum Thema sagt, ist, wenn man sich in so einem Gespräch, in so einem Dialog treffen will, dann muss man irgendwas anbieten. Ja? Aber so seine Logik, was ist mit all den anderen Asylbewerbern und Flüchtlingen, die in der Stadt sind und die sich nicht auf den Platz setzen und die dadurch nicht sich irgendein Zugeständnis erzwingen? Er sagt, das ist zweierlei Recht und das könnte es nicht geben. Ich sag's nochmal, die Gespräche laufen gerade und ich weiß auch nicht, wie weit die Gespräche jetzt sind, beziehungsweise was da im Einzelnen besprochen wird. Und das muss man dann im Senat klären. Also wenn es dort am Ende Kompromissvorschläge gibt, muss man es in der Exekutive klären. Dafür ist die Exekutive da. Ich sage aus meiner Position ganz deutlich, ich wünsche mir ein friedliches Berlin. Wünschen wir uns alle. Ich wünsche mir ein friedliches Berlin. Deswegen muss man natürlich Chancen zu Gesprächen auch am Ende ermöglichen. Und wenn die Gespräche laufen, dann muss man hoffen, dass die erfolgreich werden. Und erst dann, wenn sie scheitern oder je nachdem, was für eine andere Lösung rauskommt, muss man vielleicht auch über andere Möglichkeiten nachdenken. Aber ich hoffe sehr, dass die Gespräche auch fruchten. Anderes Thema auf der Klausurtagung war etwas, was mich persönlich geärgert hat, als ich letzte Woche schwimmen ging und musste plötzlich sehr viel mehr Geld bezahlen als vorher. Nämlich fast, weil ich mal ausgerechnet, 20% mehr. 4,50 € auf 5,50 €, wenn ich das richtig erinnere. Das hat mich sehr geärgert. Und wie ich merkte, alle die Leute, die das nicht wussten, haben gesagt, das ist ja Wucher, was da passiert. Ja, aber es war auch ein Thema auf Ihrer Klausurtagung. Und Sie wollen sogar mehr Schwimmbäder bauen. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass die Leute nicht mehr so oft in die Schwimmbäder gehen, weil sie es nicht mehr leisten können. Mhm. Die Sorge ist auch an vielen Stellen berechtigt. Ich finde, an vielen Stellen berechtigt. In jedem Schwimmbad berechtigt. Es gibt ja auch schon Sachen, die gut sind. Zum Beispiel die Jahreskarte. Da kriegen wir zum Beispiel gute Resonanz. Man sagt, dadurch, dass man eine Jahreskarte geschaffen hat, hat man sogar günstiger die Möglichkeit, schwimmen zu gehen für die Dauerschwimmer als vor der neuen Preisentwicklung. Deswegen sage ich an vielen Stellen. Aber es gibt im Preissystem natürlich auch andere Stellen, die man kritisieren muss. Für mich ist meine Haltung ganz klar. Ich betrachte Bäder in Berlin als Daseinsvorsorge. Es ist Teil der Gesundheit und Teil der Bewegung. Und deswegen muss am Ende auch genug Schwimmbäder geben. Deswegen auch der Neubau von Schwimmbädern, gerade in einer wachsenden Stadt. Wir erwarten 200.000 Menschen mehr perspektivisch in Berlin, als wir heute haben. Aber die Preise müssen auch erschwinglich sein. Gerade die Frage von Kurzzeitschwimmen. Da gibt es doch die Möglichkeit, dass man auch so ein Ticket zieht zum Kurzzeitschwimmen. Der zum Beispiel muss auch überall gelten. Zurzeit gilt der, glaube ich, nur in einem Drittel der Bäder in Berlin. Und das geht nicht. Ja, das ist ein bisschen confusing. Muss man da nochmal, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle nachbessern. Ja, Berti ist auch ein begeisterter Schwimmer. Ich schwimme auch manchmal nicht. Und das Kurzzeitschwimmen, da konnten Sie früher 2 Stunden unterwegs sein und das für 2,80 € und jetzt haben sie 45 Minuten mit ein bisschen Zuschlag fürs Umziehen und Duschen für 3,50 €. Da können Sie mir nicht wirklich sagen, dass es eine Verbesserung ist. Aber Sie sagen auch hier Tüchtigung, Schwimmen, Gesundheit, denn seit einem halben Jahr amtierende Bäderchef, der hat ein bisschen eine andere Vorstellung. Der will, so verstehe ich das, auch in Konkurrenz zu privaten Anbietern von Spaßbädern gehen, die auch eher im Umland zu Hause sind und sieht eher so, dass am Pool sitzen mit einem Kalpi in der Hand, auch als Teil
von so einem Ding. Das, ehrlich gesagt, habe ich das bislang sowas noch nicht als staatliche Aufgabe begriffen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ich sage mal ganz deutlich, die ersten Vorstellungen, die es gab, dass man viele Bäder schließt in der Fläche und einige Spaßbäder hinbaut in Berlin, also einige wenige, das lehne ich grundsätzlich ab. Sehr gut. Wird es auch mit der SPD-Fraktion nicht geben. Aber jetzt das heißt, wollen Sie bei den Pinguinen im Zoo bauen. Dazu komme ich gerne. Im Tierpark. Aber erstmal sage ich ganz deutlich, eine Schließung in der Fläche, so wie einst geplant, die Schließung von über der Hälfte der Bäder, wird es mit uns nicht geben. Die Bäder sind die Grundlage, Nahort an den Menschen, dort die Grundversorgung auch zu sichern. Und ich sage nochmal, es ist eine Frage der Gesundheit, deswegen gehören Bäder dazu. Zum Thema Tierpark sage ich gerne, wir haben zurzeit das Problem, dass der Tierpark kaum oder wenig Besucher hat. Und wir brauchen in Lichtenberg, den einen oder anderen schon. Und wir brauchen in Lichtenberg ein Schwimmbad. Wir wissen, dass es dort immer mehr Menschen gibt, die dahin ziehen. Und wir haben dort einen Mangel an Bäder. Und wenn wir eh in Lichtenberg ein Bad bauen wollen, warum bauen wir es nicht im Tierpark? Und dann schafft man dadurch Synergien. Man hat zum einen den Tierparkgast, aber auch den Gast, der zum Schwimmbad geht, und kann am Ende beides zusammen verbinden. Und dadurch nutzt man auch der gesamten Region und man sichert auch damit die Qualität im Bereich des Tierparks. Und ich finde, solche Synergien sind sinnvoll. Lerne mit den Delfinen schwimmen, dank SPD. Deswegen verschließe ich mich auch nicht dem Vorschlag des Tierparks bzw. des Bäderchefs. Ich finde den Vorschlag an dieser Stelle gut. Ja, der ist ja im Prinzip ganz gut. Wir sind aber ganz von der Ausgangsfrage, meiner Ausgangsfrage weg. Warum ist das so teuer? Daseinsvorsorge hin und her ist alles ganz prima. Aber wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, nützt mir dieser hehre Anspruch nichts. Ich ist genauso kritisch wie Sie. Ja? Und ich habe es ja auch deutlich gemacht, dass wir dort auch nochmal Diskussionsbedarf hatten und haben. Und das war auch ein Ergebnis der Klausur, dass wir nochmal diskutiert haben. Und die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker sollen nochmal auch mit dem Bäderchef ins Gespräch gehen und sich dort auch nochmal diese Preisstrukturen erklären lassen. Letzte schnelle Frage, weil wir gleich zu Ende sind. Gerne. Werden Sie 2016 Spitzenkandidat der SPD sein und Klaus Wowereit ablösen wollen? Wir haben einen guten regierenden Bürgermeister namens Klaus Wowereit. Und andere Fragen stellen sich nicht. Die Antwort merken wir uns, ne? Die Antwort merken wir uns, jawohl. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Rachid Saleh, Fraktionschef der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Und ich bedanke mich bei meinem Kollegen Stefan Alberti, der heute Gerion Asmut von der Taz vertreten hat. Sie sind natürlich auch bei der Taz. Ja, jetzt glaube ich, bedanke mich natürlich bei Peter Brickmann und natürlich Rachid Saleh. Und wir alle bedanken uns bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder am letzten Dienstag im Februar. Und dann werden wir wahrscheinlich über die Europawahl reden, die Ende Mai ist. Das beginnt ja. Und mal sehen, was dann sich so in den Berliner Parteien tut. Bis dahin, schönen Abend noch und tschüss.